Nesfit präsentiert Matchbälle. Wimbledon, 10. Tag, der Tag danach. Überall Diskussionsgruppen. Manche haben sich noch nicht ganz beruhigt. Sogar der Himmel begann zu weinen. Die Fußballfahne der Nation wollte nicht mehr flattern. Na, regnet's noch? Nein, nicht mehr. Es sieht ganz danach aus, dass es jetzt losgehen kann. Denn da, wo Lady Di, die Prinzessin von Wales, Platz nimmt, da darf die Gräfin von Brühl nicht fehlen. Leider hat sie heute keinen guten Tag erwischt. Ihre Gegnerin im Halbfinale, Zina Garrison aus den USA. Nach zwei Sätzen stand es 1:1 unentschieden. Hier schon das Aus für Steffi Graf. Die 26-jährige Texanerin gewinnt in drei Sätzen. Für Steffi Graf wieder eine Gelegenheit zu zeigen, dass sie auch zu den ganz Großen zählt, wenn es darum geht, mit Anstand zu verlieren. Nach dem Match ein kurzes Pläuschen mit der anderen Einheit. Es ist übrigens erstaunlich, wie viele Uniformen in Wimbledon lustwandelnd ausgeführt werden. Hier Bobby und Bobine, zu Deutsch Bulle und Bulette. Da es regnet, darf die Marine nicht fehlen. Und da kommt sogar Miss Marple im zarten Backfischalter. Leider muss sie einen Kollegen führen, den die Kleiderordnung blind machte. Er trägt's mit Fassung. Hier ein enttäuschter Rekrut. Drops gibt es nämlich erst ab Leutnant aufwärts. Und da das Prunkstück der Sammlung, die Grauen Panther Abteilung Krimkrieg. Wer hat, der hat und zeigt es eben gerne in Great Britain. Wenn da bloß diese Schlappe mit dem Fußball nicht wäre. Aber egal, Platz 3 gegen Italien ist auch was Schönes. Und bei dem Gedanken kommt auch gleich wieder Wind in den Union Jack. Nesfit. Grünes Licht für Leistung. Thank you.
of success. Coming up in the next hour of the show, we shall have another couple of...